Zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Warum stelle ich mir Fragen? Welche Fragen? Wieso kann ich mich nicht einfach einpassen in die Aufgaben, die mir zugedacht? Wieso frag ich nach etwas Wichtigem? Werde ich Antworten bekommen? Von wem? Werde ich die richtigen Fragen stellen, sodass ich einen Frieden finde, der mein Fragen mir beendet? Wird mein Kopf nur immer reden? Sorget um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wieso fragt man nach Heiligung, nach was ist Nächstenliebe? Hat man immer nur Wünsche? Wieso bin ich so matt und zufrieden mit mir selbst? Einiges gelingt, jedoch ist es nicht von langer Dauer. Es bleibt kein Gewinn, es steht immer wieder eine Mauer draufgeschrieben. Du bist nicht am Ziel. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wieso nehme ich mich so wichtig und wieso denn auch nicht? Kann ich was bewirken? Doch wozu alles verliert sich einmal in ein Nichts, in ein Nichts. Tausend Geister kreisen in meinem Kopf, du würdest sagen, dass ich Jesus brauch, doch ich kann ihn nirgends finden und deine aber tausend Tipps nützen auch nichts. Ich hör die Vögel, seh den Frühling, alles kommt und wird vergehen. Kurze Freuden nenn ich Leben, doch mit dem Altern und dem Sterben hab ich Fragen, die sich nicht stillen lassen. Tausend Geister kreisen in meinem Kopf, du würdest raten, ich soll beten, doch warum betest du nicht mit mir? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Tausend Geister kreisen in meinem Kopf, mein Innerst kenn ich nicht. Tausend Geister sagen mir was, doch zu viel. Ich seh die Felder, alles reif, seh den Sommer, doch ich weiß, dass diese Freude nicht bleibt. Kurze Freuden nenn ich Leben, noch mit dem Altern und Sterben hab ich Fragen, die sich nicht stillen lassen. Weil ich fühl oder weiß,
fehle mir selbst, hab keinen Schrei. Tote haben keinen Schrei. Und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden.